Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim SV Meppen. Das Spiel des SV Meppen gegen den Bremer SV endete 0:1. 5.425 Zuschauer haben das Spiel gesehen. Wir bitten zunächst Gästetrainer Sebastian Knitsch um seine Worte zum Spiel. Ja, moin zusammen erstmal. Ich gehe mal erstmal auf den Spielverlauf ein. Erste Halbzeit haben wir uns nicht so positioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Gegen den Ball haben wir sehr, sehr viele Räume zugelassen, die wir so nicht eingeplant haben, dass wir sie zulassen wollen. Da mussten wir in der Halbzeit etwas nachjustieren, haben das dann angepasst, sind dann besser ins Spiel gekommen. Ja, machen dann das 1-0. Ja, und alles, was danach dann passiert ist, wurde alles ein bisschen hitzig, wurde alles ein bisschen unkoordiniert, unsauber. Klar, dass wir da nicht unbedingt vor der Fankurve jubeln müssen, das ist den Jungs, glaube ich, bewusst. Aber auch da, wir sind eine ganz junge Mannschaft, die Mannschaft hat zum ersten Mal vor so vielen Zuschauern gespielt, dass wir da ein bisschen naiver reingegangen sind, keine Frage. Das gehört dann aber auch für uns zum Entwicklungsprozess, auch ja, zu den Jungs dazu, dass sie da ein reflektierteres Verhalten an den Tag legen und sowas dann nicht geht, weil das Ganze dann natürlich aufgekocht ist und unnötigerweise dann, ja, es sich dann auf den Platz übertragen hat und das Spiel dann ab diesem Zeitpunkt ein bisschen zerfahren war. Dennoch denke ich, ist es nicht, sollte es nicht sein, dass Zuschauer dann über den Zaun springen und unsere Spieler bedrohen. Das sollte nicht sein. Bei allem Ärger, den sie da hatten, wenn da der blanke Hass entgegenkommt, ist es nicht schön, aber dennoch haben wir das mit angezettelt. Daher werden da unsere Spieler noch gerügt für, oder beziehungsweise wurden sie schon. Ja, aber am Ende haben wir die 3 Punkte, haben einen dreckigen Sieg eingefahren und das ist das, was dann am Ende unter dem Strich da ist. Und ja, vielen Dank. Ja, danke, Herr Knitsch. Jens, wie hast du das Spiel gesehen? Ja. Kann ich hier kurz machen. Wir haben 3 Schlüsselszenen gesehen auf unserer Seite. Die erste, da muss man den Ball auf Lukas Eitzler spielen, der ist völlig frei, der spielt als gegen Torwart, das war in der 3. oder 4. Minute. Das zweite, die ganz große Möglichkeit für Luca Prasse, muss man mehr draus machen. Und dann in der 2. Halbzeit Pinpoint Pass von Willi auf Marek, 3 Meter vom Torwart. Sorry, diese 3 Möglichkeiten, die sind 100-prozentig. Da muss man mindestens 1-2 machen, dann beruhigt sich das Spiel. Ansonsten insgesamt war es aus meiner Sicht heraus ein Foul an Luis Sprekelmeier und zudem vor der Aktion und zudem war es dann eine klare rote Karte. Da gibt es nichts zu tun, aber man muss auch dann das Foul gegen ihn sehen, kurz vorher letztendlich dann erledigt sich das andere. Insgesamt war es aus meiner Sicht heraus ein Spiel unter dem Durchschnitt. Es war ein bisschen Irrsinn am Ende, wodurch bedingt auch immer. Das ist die Meinung zu dem Spiel. Wir haben möglicherweise heute dann unterm Schnitt viele Ausfälle gehabt. Während des Spiels das Mist ausfällt, dass Luis Sprekelmeier dort im Grunde sich mit der roten Karte dann aus dem Spiel verabschiedet. Mit den Spielern, die wir draußen haben, ist das natürlich eine ganze Menge, aber trotzdem alledem wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, aber unterm Strich müssen wir das akzeptieren. Danke, Ernst. Gibt es noch Fragen von der Presse? Dann Dankeschön und euch eine gute Heimfahrt nach Bremen. Vielen Dank.